Hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Magic and Melody. Naja, das sind mal, waren wir ja noch im Stall. Ich habe dann aber natürlich wieder L und die 2 gedrückt, damit wir schnell zu Hause sind und ich noch hier speichern konnte, weil ich eigentlich das Spiel ausmachen wollte. Aber ich habe doch tatsächlich mich dafür entschieden, jetzt noch eine Folge zu machen. Und ich hoffe, ich bereue es nicht. Aber eigentlich, was soll schon hier passieren? Ist ja alles super duper hier. Ich bräuchte noch für Woody ein Ei. Das ist hervorragend. Und dann geht's ab nach draußen. Wir haben übrigens wieder 24.000 Gold, wie ihr gerade gesehen habt. Also 24.104. Das heißt, ich könnte eigentlich mein Haus auch bald mal wieder... jetzt habe ich das hier wieder. Wie macht man das? Genau, so macht man das weg. Aber ich glaube, ich muss da nochmal drauf drücken. Weil sonst haben die Tiere und alles wieder ihren Namen über dem Kopf. Und das will ich ja ehrlich gesagt nicht. So, dann einmal Los Gisos. Ich finde dieses Geräusch göttlich. Ich finde das einfach, das ist ohnegleichen. Ich kann das gar nicht nachmachen. Der macht das in so einer komischen Tonlage, die so richtig cartoonartig klingt. Die klingt so ein bisschen wie Bugs Bunny, ne? Hört mal hin. Das ist irgendwie Bugs Bunny. Oh nein, ich habe kein Wasser mehr. Mein Wasser ist alle. Ich bin trocken. Ich bin nicht mehr flüssig. Nein. Ist irgendwie komisch, ne? Der Ausdruck, man ist trocken, dass man Alkohol nicht trinkt und dann ich bin nicht flüssig, wenn man kein Geld hat, ist irgendwie alles irgendwie... Seltsam. Irgendwie alles irgendwie. Ja, wieder super Satzkonstruktion meinerseits. Das kennt man ja aber teilweise von mir, dass ich da irgendwie versuche, irgendwas hinzuwursteln von den Sätzen. Und dann das ein und gleiche Wort zigmal benutze. Aber ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht böse. So, hier einmal den Honig mitnehmen, damit ich gleich mit meiner Axt ein bisschen... durch die Gegend hauen kann. Das ist ja eigentlich ganz schön. Ich könnte ja auch ein bisschen von dem Holz, was schon da ist, mitnehmen, aber das dauert mir ehrlich gesagt zu lange. Deswegen nehme ich einfach die Axt raus und hau damit ein bisschen... Hi, Fyodor, wie geht's? Hau ich ein bisschen auf die hölzernen Hölzer herum, die hier wohl scheinbar nicht rumliegen. Hier muss doch irgendwo was rumliegen. Noch gar nicht sein. Nein. I need Holz. Ah, Holz. Zack. So. Jetzt habe ich schon mal ein. Einer ist besser als keiner. Ach, da ist der Affe. Hi, Affe. Na, wie geht's? Ich hoffe, den stört das nicht, dass ich hier meine Axt rausgeholt habe. Mit der man ja leider sehr langsam unterwegs ist, wie man, wie ich feststellen muss. Jedes Mal aufs Neue. Ach ja, ich glaube, ich muss dann mal da nach oben gehen und da mit der Axt nachschauen. Dann kann ich ja auch gleich für Martha was suchen. Zu Dahlia gehe ich dann später. Ich hoffe, ich denke da noch dran. Das wäre sonst wieder äußerst blöde, wenn ich das nicht täte. Ich weiß auch gar nicht, ob Dahlia in letzter Zeit überhaupt zuschaut. Da habe ich wirklich keine Ahnung von. Ach, das ist die Ente. Ich dachte gerade, was ist das denn? Ist das Honig? Weil irgendwie habe ich schon länger nichts mehr von ihr gelesen oder von dir, um dich mal direkt anzusprechen. Aber naja, man kann ja einen und denselben Typen ja auch nicht zig Jahre lang gucken. Aber nun denn. So, mit der Axt Eddie ist weggemacht. Das freut mich doch. Ja, mei. So. Da sind Beeren, die kann ich eigentlich auch mal mitnehmen. Ja, nehme ich mal mit. Und dann muss ich hier irgendwo ein bisschen Äste suchen, aber leider finde ich hier nicht so wirklich viele. Also mit so nicht wirklich viele meine ich über die ganze Karte verteilt wahrscheinlich wieder 5 Stück. Aber diese fetten Baumstümpfe kaputt zu hauen, das dauert so ewig. Und zudem bekommt man da auch noch kaum Holz raus. Es ist... eher lästig irgendwie als versuchenswert. Weswegen ich es dann in der Regel auch sein lasse. Ach ja, Beeren und so muss man ja verschicken, glaube ich, für... Ach, das wollte ich gar nicht. Für gewisse Personen, die ich noch brauche in dieser Stadt.
Deswegen werde ich diese Beeren verschicken. Oder waren es Blumen? Ich weiß es gerade gar nicht. Beeren oder Blumen? Ich glaube Beeren. Oder beides? Beides kann auch sein, durchaus. Aber ich bin mir nicht sicher. So, hier ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall ein Herz. Also ein Krauterli. Dann mache ich mich mal doch an diesen Baumstumpf hier. Schon 13.10 Uhr. Ich glaube, ich werde das Holz einfach kaufen. Achso, ach ja, ist ja nur eine Kupfergießkanne. Eine Kupferaxt. Nein, du sollst nicht. Du sollst aufladen, habe ich gesagt. So. Ja, siehst du, das bringt nämlich ehrlich immer nicht so viel. Okay. Aber ich habe ja zum Glück Honig. Das heißt, den Honig nehme ich. Nom, nom, nom. So, und da kriege ich dann auch schon wieder ordentlich mehr dazu. Ach ja, ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich müsste jetzt mindestens 2 Lamba haben. So, ich habe jetzt tatsächlich 2 Lamba. Ich sammle doch nicht, bis ich 80 Teile habe. Also, beim besten Willen, aber, nee. Ganz ehrlich. 80 soll man da sammeln? 80. Das ist ja genauso wie bei Harvest Moon DS. Wenn man irgendwie, ein Gebäude bauen will, wo man dann das ganze Material herbekommen soll. Oder wenn man mit Goldholz was bauen will, wo will man das ganze Goldholz normal herbekommen? Das ist ja unmöglich. Oder warum man nicht sagen kann, hier, guck mal, ich hab schon was, kauf mal den Rest des Materials. Oder geht das? Nein, ich glaube, das geht nicht, dass man schon quasi so auf Raten was machen kann. Ich glaube eigentlich nicht, aber ich bin mir auch jetzt wieder nicht sonderlich sicher. Deswegen, kann ich euch dann keine genaue Auskunft geben. Ach ja, irgendwann braucht man, glaube ich, auch Stein dann halt für für die Häuser. Ich weiß es aber gerade nicht. Kann man den Stein überhaupt mitnehmen, wenn man den klein haut? Da bin ich mir auch nicht sicher. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall werden wir ja auch noch ein bisschen Holz brauchen, um unseren Stall besser zu machen. Für Dahlia, damit sie auch ein bisschen Auslauf hat. Den sie ja momentan nicht hat. Auf jeden Fall werde ich erstmal ein bisschen was verkaufen gerade. Und zwar die Beeren. Weil die Beeren bringen hoffentlich die Person, die ich gerne hätte. So, dann noch das hier. Den Cayenne-Pfeffer. Okay, und dann ab zu Martha und ab zu Celia. Celia sag ich schon, zu Maria. Hi Kawaii-Hase, wie geht es dir? Ich hätte auch natürlich in der Zwischenzeit schon nachgucken können zwischen den Folgen, wie man die besagte Person kriegt, also in die Stadt holt. Aber ich habe es natürlich wieder vergessen, das war wieder typisch. Es ist Vorbereitung, ideale Vorbereitung meinerseits. Naja, auf jeden Fall hier, Martha, ich habe rotes Kraut für dich. Oh je, danke schön, ich freue mich. Guten Abend. Ich will Garn, aber zuerst muss ich dazu ein Schaf scheren und danach eine Garnspinne benutzen. Das ist viel Arbeit. Ja, da sagt sie auch schon, weswegen ich Herzenspunkte bei ihr brauche. Ja. Guten Abend. Wie fühlst du dich? Überanstrenge dich nicht. Ich muss mir dann nämlich doch mal ganz kurz gucken, wie es aussieht. Bei Martha sind es immer noch 2 Herzen. Ich glaube, ich brauche tatsächlich 3. Bei Celia hatte ich... Celia. Bei Maria hatte ich da jetzt immer noch 4, oder wie war das? Ja, tatsächlich 4. Aber wir hatten ja auch erst in der vorletzten Folge oder so ein neues Herz dazu bekommen. Das heißt, das nächste werden wir wohl nicht so schnell bekommen, glaube ich zumindest. Ich weiß halt nicht, wie schnell das hier geht, weil hier ja nirgendwo Freundespunkte oder sowas angezeigt werden. Ich hoffe, sie ist jetzt gerade noch in der Bibliothek. Was ich schade finde hier ist halt, dass man nicht wirklich sieht, wie sie... Also bei Harvest Moon DS sind die ja dann von der Arbeit noch zurückgelaufen und alles. Ach ja, Meeresgeräusche, schön. Die Sounds sind nur leider nicht so hoch aufgelöst, dass sie ein bisschen wehtun in den Ohren. Naja, wenn ihr mehrere Sounds hören wollt, dann hört euch am besten irgendwas auf YouTube oder so an. Weil man sagt zwar immer, YouTube-Audioqualität ist voll kacke, wenn man aber es technisch betrachtet, YouTube enkodiert im AAC-Codec,
Also Apple Audio Codec oder Advanced Audio Codec, ich weiß es nicht mehr genau, mit 256 Kilobit die Sekunde. Das ist genauso viel, wie in iTunes die Lieder angeboten werden. Da frage ich mich, also YouTube kann durchaus ziemlich gute Qualität bieten. Dass man den Unterschied mit Normalgeräten, also mit so, Konsumentengeräten gar nicht wahrnimmt. Aber meckern einige trotzdem immer rum. Aber naja, so ist das immer. So ist das immer bei allen Dingen. Oh, das ist so zuvorkommend. Vielen Dank. Guten Abend. Warum sind Leute nur zufrieden, wenn sie sich selbst im besseren Licht darstellen oder auf andere herabsehen können? Ja, ja. Maria hat eigentlich echt immer so einen nachdenklichen Charakter, ne? Erst denkst du über die Erntegöttin nach, jetzt über Leute und ihre Selbstsucht. Ach ja, sie ist ja auch eigentlich ziemlich gebildet. Stand das nicht irgendwie da in der Beschriftung, sie war im Ausland und so? Ach ja, so ein Haus hätte ich ja auch. Okay, das hätte ich dann doch nicht so als Haus gerne, weil ich bin nicht so der Alkoholfreund. Ich weiß nicht, was Maria da gerade macht. Ob sie irgendwie einen geheimen Gang entdeckt hat in ihrer Wand. Naja, das scheint dann wohl ein prächtiger Tisch zu sein. Würde ich jetzt mal vermuten. Und hier haben wir Auszeichnungen, ganz viele, wofür auch immer, und eine Heizung. Ach ja, für den Verkaufen kann ich ja heute nichts mehr. Aber ich habe nicht vergessen, ich muss noch zu Dahlia. Hallo, meine Miezetatze, wie geht es dir? Lalala, hier, und jetzt lauf wieder weiter und fange ganz viele imaginäre Mäuse, weil die Mäuse sind nicht süß, die sollst du nicht fangen. Du sollst dich vegetarisch ernähren. Ach ja. So, Dahlia, ich komme. Ich komme. Da unten ist ja Jamie. Was macht Jamie auf meinem Hof? Verschwinde von meinem Hof. Ach, sie ist gar nicht auf meinem Hof, sondern hier am Strand. Hi, Jamie. Na, gib dir viel Mühe. Lass mich in Ruhe. Ja, sie ist echt ziemlich abweisend, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, warum. Ob sie irgendwie den Glauben in die Menschheit verloren hat, so wie die Menschheit den Glauben in die Erntegöttin, ich weiß es nicht. Ach, na. Oh, Dahlia schläft schon. Dahlia ist heute toll gelaunt und wenn ich sie einfach aufwecken würde, wäre sie sicher nicht toll gelaunt. Stell mal vor, du schläfst so in Ruhe und dann kommt einfach jemand in dein Haus und weckt dich auf. Und fängt an, dich mit einer Bürste zu streicheln und legt dir Heu hin. Das ist doch irgendwie strange, oder nicht? Also diese Vorstellung ist sehr seltsam. Naja, ich werde die Kupferaxt auf jeden Fall gleich mal weglegen. Weil die brauche ich nun wirklich nicht. So, ich gehe mal einmal jetzt zum Schlafen ins Bett. Exactly. Bling. Ich kann es nicht lassen, tut mir leid. Immer wenn das kommt, muss ich das machen. Es regnet wieder. Ja, Mai, was ist denn da los? Ist der Mai gekommen? Der Mai ist gekommen. Die Bäume reißen aus. Keine Ahnung. Der Bauer im Nachthemd die Treppe runter saust. Ja, ja. Kennt einer das Lied? Das ist ein sehr, sehr interessantes Lied. Was es schon seit Jahrhunderten gibt. Keine Ahnung, wie alt das ist. Es ist auf jeden Fall relativ alt. Ich glaube, älter als ich. Heißt, wer hätte es gedacht, der Mai ist gekommen. Das hat mir meine Kinderfrau früher mal, oder meiner Schwester und mir hat das meine Kinderfrau früher mal spaßeshalber vorgesungen. Also so vor sich hingetrallert oder dieses ein Pferd auf dem Flur, ne? Daher kennen wir das auch. Oder es gibt noch so ein Lied irgendwie Cinderella Baby. Das ist ja auch, gar nicht mein Geschmack. Aber es war immer lustig irgendwie, das mitzutrellern. Deswegen haben wir das auch gerne gemacht, meine Schwester und ich. So, das hier nehme ich alles einmal mit. Die nachreifen Früchte, die ja immer ein bisschen länger brauchen. Ich frage mich nur, warum da drin eine Frucht länger braucht. Die da, die hat ja einen schlechteren Boden. Das kann ich ja durchaus verstehen, warum die länger braucht. Aber die andere, das frage ich mich halt. Ich frage mich, warum es nur so ist. Ja, es reimt sich gar nicht, deswegen ist das ein Kack,
Kack-Kack-Kack-Kack-Dings eben geworden. Moment, wir können uns doch hier... Kommt man nicht hier Vasen und so machen? Irgendwas kommt man doch hier machen, aber ich weiß nicht mehr was. Bei dem Typ, der früher der Schmied war. Morgen. Es ist schön, wie still Regentage sind. Bis bald. Ja, bis bald. Ich dachte eigentlich, ich könnte bei dir was jetzt bestellen. Aber scheinbar ist dem nicht so. Muss ich den mit Ton ansprechen oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warum hat er hier so viele Ausstellungsregale, wenn hier nichts ist? Und was ist das da? Ist das ein Teleporter? Ein Geheimer, wie bei Pokémon, in den Team Rocket Verstecken? Das hat mich ja immer am meisten abgenervt, diese Teleporter in den Verstecken. Wer ist auf die Idee gekommen, diese Teleporter einzubauen? Ganz schlimm. War ich nie ein Fan von. Und vor allem, das Witzige ist ja, da ist ja hinter allem eine Struktur und auch bei ganz vielen Minispielen in Nintendo-Spielen ist eine bestimmte Struktur, aber man ist nicht dazu gewillt, über diese Struktur nachzudenken, sondern versucht einfach, jedenfalls ich. Und ich kenne auch keinen anderen, der tatsächlich über diese Strukturen komplett nachgedacht hat und demnach das Rätsel dann gelöst hat, sondern einfach, ja, lass mal probieren, ne? So nach dem Motto war das immer bei allen. Da oben ist eine Blume. Muss ich Blumen verkaufen? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich schaue einfach bis zur nächsten Folge nach. Dann hab ich's. Dann hab ich's. Ja, mei. Wie ist das? Nee, ja, zäh fix. Einmal hier. So, Drehplätze habe ich noch frei. Ja, mei. Ich komme überhaupt kein Bayerisch, aber ich versuch's trotzdem. Ich kann das echt überhaupt nicht, aber... ich habe Spaß dran, so zu tun, als könnte ich es. Deswegen mache ich das immer. Auch wenn jeder echte Bayer mich wahrscheinlich dafür verhauen würde, wie ich reden würde. Oder wie ich rede. Aber naja, so ist das halt. Moment, jetzt laufe ich hier wieder zurück. Ich möchte gerne da hoch. Aber wie komme ich da? Komme ich von da aus überhaupt da hoch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal hier gucken, da entlang. Nein. Komme ich tatsächlich nicht. Das heißt, ich muss doch links herum und dann nach oben und dann rechts herum. Schade, weil ich möchte nämlich diese Blume da gerne haben. Weil die möchte ich auch in den Korb legen, weil ich meine Blumen muss man auch für irgendwas verkaufen. Damit irgendjemand kommt, aber ich weiß halt nicht wer. Ich hoffe, die hauen dann auch nicht direkt wieder ab, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich meine nämlich, so gut wie jeder Dorfbewohner, der hinzukommen kann, kann auch einfach drin wieder abhauen. Oh nein, Höchstgeschwindigkeit überschritten. Er kann auch einfach mittendrin wieder abhauen, wenn man nicht mit dem interagiert. Aber es ist trotzdem so, dass man den natürlich wiederholen kann, indem man einfach die gleichen Bedingungen nochmal erfüllt, soweit ich weiß. Oder halt... Ich glaube, die Bedingungen sind dann herabgesetzt, dass man beispielsweise für den Tontöpfer da, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gehen kann, aber nehmen wir den mal als Beispiel. Wenn der ginge, dann müssen wir wieder ein bisschen Lehm verkaufen. Und dann, also guten Lehm, den guten Lehm. Und dann können wir mit dem, kommt der wieder. So ist das, glaube ich, immer bei allen Charakteren hier im gesamten Spiel. Ach ja, ich brauche ja sowieso noch Platz für Spinat, wenn ich zu Maria will. Das heißt, ich kann jetzt auch zurückgehen. Ach ja, einmal back to nature hier. Ich habe irgendwie... Also ich spiele ja gerade hier dieses Spiel in Ultra HD, ne? Also ein Emulator, der... kostet ja viel mehr Leistung in der Regel, als die Originalkonsole damals brauchte. Ich spiele das hier in UHD, also 3840x2160 Pixel. Hab das rechts noch zum Encoden offen, also dass ich es gerade gleichzeitig encodiere, wie ich es aufnehme. Und mein Computer? Ist sehr leise. Also, ihn scheint das nicht wirklich zu fordern, was ich gut finde. Was ich sehr gut finde. Weil das Problem bei Computer und Technik im Allgemeinen ist, es kommt jedes Jahr was Neues raus und immer wieder Neues und Neues und Neues und Neues und Neues. Das finde ich ganz schlimm. Da kriege ich immer die Krise. Weißt du, wenn du dann ein neues iPhone hast oder so und dann kommt im nächsten Jahr schon das
iPhone X6, XS raus und dann kommt das iPhone X plus 1 und dann kommt das X plus 1S raus und ach, da kriege ich echt immer zu viel. Ey, wer hat sich das ausgedacht? So, ich glaube, die Kräuter muss man nämlich nicht verkaufen. Damit kam ja Martha, wenn ich mich nicht täusche, als wir die Kräuter verkauft haben. Vielleicht die Blumen. Ich werde mal die Blumen verkaufen. Um zu schauen, was das bringt. Ach, jetzt habe ich den Spinat vergessen. Nee, ich habe den Spinat mitgenommen. Jetzt bin ich sogar so vergesslich, dass ich das, was ich vergessen habe, vergessen habe, dass ich das, was ich vergessen habe, eingepackt habe. Ich mag das ja überhaupt nicht, wenn man so tut, als verschachtelt man die Sätze wie ein Goethe und wenn dann andere noch so Pseudo tun, hä? Und als verstünden die das nicht. Oh, das ist, boah. Also dieses Pseudo-schlau sein oder Pseudo-dumm sein, das, oha. Da kriege ich echt zu viel. Ich weiß das zu schätzen. Wie lieb, ich werde sie annehmen. Danke. Da kriege ich echt immer. Nach Regen kommt Sonnenschein. Das heißt, nach einem Regen wird alles besser. Das kann durchaus sein. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ob mit Sonnenschein wirklich alles besser ist, weil ich finde Regen sehr schön, wie ich schon häufig erwähnt habe. So, er hat tatsächlich immer noch nichts Neues. Das ist schade. Er hat nur halt Kommode und Zeug. Moment, ich wollte ja mal Nutzholz. Wie viel kostet das, wenn ich 50 Gold pro Stück. Das heißt 500. 8 mal 500 sind 4000. 4000 für 80 Holz. Ich brauche aber insgesamt 76. Das heißt ein bisschen weniger. 3800. Okay. Dann kann ich ja eigentlich mal umbauen, das erste Haus. So, hier, ja, dieses Grundstück. Und zwar hätte ich gerne das hier. So, das passt da tatsächlich auch ziemlich gut hin. Aber nach da oben kann man es nicht setzen, weil da leider ja immer der Einschnitt ist von des Weges. Okay, dann mache ich das doch mal, oder? Ja. So ein blaues Haus ist doch ganz cool. Ja, das mache ich. Kostet zwar jetzt 15.000 Gold, aber dafür haben wir am morgigen Tage ein wunderschönes großes Haus. Das freut mich. Da kommen wir echt schnell mit voran mit den Häusern, ne? Mit Maria, da sind wir auch ziemlich weit. Das finde ich ziemlich cool, muss ich zugeben. Dass das so reibungslos funktioniert. Du bist toll gelaunt, das freut mich. Eine toll gelaunte Dahlia. So, dann noch einmal hier streicheln mit der Bürste. Also eher schrubben, damit du sauber bist und nicht irgendwie Stroh überall hast. Hier, bitteschön. Ja, da freut sich jemand. Ja, ich muss eigentlich wirklich mal anfangen mit ihr. Oder ab wann kann man mit den Pferden reiten? Ich glaube ab 2 Herzen oder waren es 4 Herzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war eine gerade Zahl. Aber da bin ich mir unsicher. Wie bei eigentlich allen Dingen. Ich bin mir bei allem sowieso immer unsicher. Ich weiß im Grunde genommen über die Spiele nix und nochmal nix. Sagen die Gallier übrigens nämlich immer so, nix. So, hallo Maria, wie geht es dir? Guten Tag. Regen fällt zur Erde und kehrt durch Flüsse und das Meer in den Himmel zurück. Die Natur ist wunderbar. Ich finde ihren Gesichtsausdruck dabei irgendwie süß. Das ist ja so ein typischer japanischer Gesichtsausdruck. Oh, das ist so zuvorkommend. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Also dann, Maria, bis später. Tschüss. War schön, dich gesehen zu haben. Man kann ja immer leider... Ich kenne kein Spiel, wo man tatsächlich was mit den Bekanntschaften vernünftig machen kann. Das fände ich eigentlich echt so super. So, wenn man das in einem Spiel einbaut, was quasi auch eine Beziehung hat, wo man dann wirklich was mit dem Partner machen kann. Das fände ich ehrlich super. Aber ich glaube... Oh! Willkommen, Cori. Oi, oi, oi. Cori, dein Rucksack ist ziemlich verschlissen.
Oh, meine Güte, was hast du denn da nur für ein Teil? Das stimmt, wenn du mir Garn bringst, mache ich deinen Rucksack robuster und größer. Auf jeden Fall, yeah! Yeah, ein größerer und robusterer Rucksack. Das ist das, was ich brauche. Dafür gebe ich dir glatt ein rotes Kraut. Hier, bitteschön, Martha. Muss ich zwar eigentlich jetzt nicht mehr machen, aber mache ich trotzdem, weil ich es dabei habe. Oh je, danke schön, ich freue mich. Guten Tag. Oh je, was tust du denn im Regen? Ach, ich laufe ein bisschen rum. Ein bisschen nass werden. Hallo. An Regentagen werde ich müde. Das kann durchaus sein. Oh, guck mal. No Smoke. Oh, nur. Das ist mir ja nie aufgefallen. No Smoking. Das ist ja irgendwie süß. Das ist ja irgendwie cool. Ach ja. Das ist cool. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann ganz herzlich fürs Zusehen. Ich muss dann nochmal nachschauen, wie wir an Garn kommen. Und dann werden wir Martha das Garn geben. Dann macht sie unseren Rucksack größer. Vielen Dank und tschüss.